Sie fragten nach den Betreuungsmöglichkeiten für unsere Schüler am Nachmittag. Und ich möchte Ihnen jetzt ein besonderes Modell vorstellen, das wir hier an der Schule praktizieren. Und zwar hat bei uns jede Klasse vom 5. bis 7. Jahrgang eine Doppelstunde in der Woche Gruppenstunde. Wir sind eine Ganztagsschule, wir haben Unterricht am Vormittag und am Nachmittag. Diese Gruppenstunden sind in den Tagesablauf integriert. Die können entweder am Vormittag oder am Nachmittag auch liegen. Die Kinder verbringen diese Zeit mit Freizeitaktivitäten und das Besondere an diesen Gruppenstunden ist, dass die Kinder von Eltern aus der jeweiligen Klasse betreut werden. Von Müttern, von Vätern, teilweise von Großmüttern, teilweise von Großvätern. Diese Eltern kommen ehrenamtlich hier in die Schule. Wir haben in jedem Schuljahr 100 bis 150 Eltern, die hier an der Schule mitarbeiten und diese Betreuung der Schülergruppen übernehmen. Die Möglichkeiten, was man mit den Kindern machen kann, sind sehr vielfältig. Wir haben viele Räume hier in der Schule, die genutzt werden können. Die Eltern können mit den Kindern Sport machen, sie können kreative Sachen machen, sie können kochen. Sie können Schwarzlichttheater spielen, Sie können aber auch außerhalb der Schule etwas mit den Kindern unternehmen, Sie können zum Spielplatz gehen, Sie können sogar in dieser Zeit mit den Kindern zum Schwimmen gehen. Für die Kinder sind das immer sehr schöne Stunden, sie haben sehr viel Spaß dran. Und im Vordergrund bei diesen Stunden ist eben natürlich das soziale Lernen. Es geht eben darum, gemeinsam mit den Kindern Spaß zu haben, zu einer Gruppe zusammenzuwachsen. Also die Kinder sind in kleine Gruppen eingeteilt von 6 Schülern, die betreut werden. Das ist ja eine überschaubare Schülerzahl. Und im Vordergrund steht das gemeinsame Spielen und zu einem Team zusammenzuwachsen. Das soziale Lernen ist wichtig und eben der Erwerb von Sozialkompetenzen. Ich bin die Stammgruppenleiterin der 6-4. Ich unterrichte Mathematik und Kunst und ganz gern Gruppenstunden. Denn diese Gruppenstunden sind etwas ganz Besonderes. An jedem Dienstag in der 3. und 4. Stunde kommen Eltern, um mit ihren Kindern in einer 5er-Gruppe oder 6er-Gruppe zusammenzuarbeiten. Wir haben in dieser Klasse 10 Eltern, die freiwillig in ihrer Freizeit mit den Schülern und uns Lehrern zusammenarbeiten und mit der Sozialarbeiterin. Es sind Mütter und auch Väter. Manchmal kommt auch ein Großvater. Es macht unglaublich viel Spaß und es ist sehr effektiv, mit den Eltern, Schülern und uns Lehrern und einer Sozialarbeiterin zusammenzuarbeiten. Dieses Projekt ist einmalig in Deutschland und wurde auch schon mal mit einem Preis gewürdigt. Die Schüler empfinden diese Zeit als Freizeit, als etwas ganz Besonderes und freuen sich sehr darauf. Besonders Spaß macht es auch erstmal einen Gruppennamen zu finden. Wir haben die kreativen Abenteurer, die Malfe-Jafe-Dasos und viele wunderbare Namen. Es ist ein Vergnügen und einfach zauberhaft. Okay, ja, wir sitzen jetzt hier gerade in der Gruppenstunde. Die Gruppenstunde ist hier von der RBG, von der Schule installiert worden, um die Kinder in der sozialen Kompetenz zu fördern. Und zwar sind das Gruppen von 5 bis 6 Kindern, die einfach die Möglichkeit haben, während der Schulzeit zusammen etwas zu erarbeiten. Heute haben wir zum Beispiel einen Fruchtsalat gemacht, ein bisschen was zu erfahren über die Dinge, die wir hier tun, über das Schneiden, über das Kreieren, über viele verschiedene Dinge und natürlich auch miteinander auszukommen in der kleinen Gruppe. Wir haben hier 2 Jungs und 3 Mädchen, die jetzt praktisch seit 1,5 Jahren hier zusammen die Zeit verbringen. Und es ist zu spüren, wie die Kinder sich unwahrscheinlich weiterentwickelt haben und wie sie lernen, miteinander auszukommen. Für mich ist das so, meine Tochter ist auch mit in der Gruppe. Wir haben die Schule unter anderem auch deshalb ausgewählt, weil wir wissen, dass die sozialen Kompetenzen hier wichtig sind. Und deshalb war es für mich auch schön, dass ich auch teilhaben darf an der ganzen Sache. Es werden hier nämlich die Eltern einfach mit hinzugebeten, die Kinder mit zu begleiten. Ich selber bin berufstätig und habe mir an diesem Dienstag dann eben die Zeit genommen. Das sind dann immer Urlaubstage, aber die sind auch wirklich sehr wertvoll und sehr schön hier eingebracht. Ich habe nämlich darüber auch die Möglichkeit, meine Tochter hier mit zu erleben, die Schule zu erleben und auch die Lehrer zu erleben, was in anderen Schulen gar nicht so möglich ist, denn
dort sind wir eher als Eltern dann ja außen vor. Und das ist eben hier an dieser Schule ganz anders. Hier wird viel auf Gemeinschaft Wert gelegt und eben das Ganze auch gefördert. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.